quasi in die Gruppe von der Maria, in die Öle WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu werden, muss man sich quasi eintragen, gell? Und genau, einfach mal registrieren, ja genau. Und da man, genau, und jetzt wären wir in diesem Raum drinnen, wo man Bestellungen machen könnte, gell? Und jetzt haben wir alles auf Englisch, genau. Dann, ja. Also das wäre jetzt, wenn ich quasi beim Support anrufe, sollte man immer seine Member-Number angeben, oder? Genau, das ist wichtig, immer die Jan Living ID oder eben Member-Number heißt es hier, genau. Vielleicht kannst du jetzt uns so eine, mir als, also so eine Übersicht geben, was man wo oder was ja relevant ist, wenn man sich in diesem Raum hier befindet. Ja, also man hat immer auf der linken Seite so die, die Übersicht, was man, also wo man halt reingehen kann. Also das Wichtigste ist hier, genau, das Wichtigste ist hier mal, also wenn man bestellen will, die Standardbestellung oder eben der automatische Lieferservice. Das Bonuspunkteprogramm. Beim Bonuspunkteprogramm hat man die, den Vorteil, dass man eben für die Bestellung Bonuspunkte bekommt, die man dann, genau, das sieht man dann da oben, wie viel man dann gesammelt hat. Und diese Bonuspunkte kann man dann wiederum für Produkte einlösen. Das macht Sinn, wenn man jetzt öfters bestellt, weil eben, wie gesagt, dann sammelt man Punkte zusätzlich noch. Und das ist ein Abo sozusagen, also man bestellt einmal im Monat und kann die Bestellung nach Wunsch dann auch anpassen und jedes Monat natürlich das bestellen, was man haben möchte. Und den automatischen Lieferservice eben kann man aktivieren, muss man nicht. Es ist, wie gesagt, eine Option und ansonsten gibt es die Standardbestellung eben drunter. Das, diese zwei Möglichkeiten für Bestellung ja, sind vorhanden. Genau. Bei vielen ist es dann so, die machen erstmal keinen automatischen Lieferservice, sondern nur die Standardbestellung und kommen dann drauf, sie bestellen immer wieder was Neues und dann merken sie auch, das würde sich dann schon auszahlen. Dann kannst du vielleicht mal, wie viel man ungefähr bestellen muss im Monat, dass man Bonuspunkte sammelt? Wenn man bestellt, sieht man neben dem Preis auch immer die Punkte, das heißt PV, also das nennt sich PV-Wert. Und das für 50 PV im Monat muss man dann sozusagen bestellen, wenn man beim ALS angemeldet ist. Wenn man Young Living weiterempfehlen möchte und dann auch Empfehlungsprovision bekommt, dass man dann, also dann braucht man zum Beispiel im Monat 100 PV, dass man auch die Empfehlungsprovision bekommt. Und da gibt es so einen PV-Assistenten, der schaut, dass man dann, also wenn irgendein Produkt zum Beispiel nicht lieferbar wäre, das man bestellt hat, dass man trotzdem nicht runterkommt unter diese 100 PV, dass man. Also das ist eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, ja, das ist ganz nützlich. Und wenn du dann unter meine monatliche ALS-Bestellung reingehst, siehst du hier, genau, was du im Vormonat bestellt hast. Das ist sozusagen. Die Öle, oder? Nein, also ganz oben die Punkte und die, also den Bestellwert hier, ja, ja genau. Ja. Und da kannst du die Bestellung ändern dann, schon fürs nächste Monat. Und jetzt könnte ich, das ist jetzt quasi wie der Einkaufsladen hier, genau, sortiert und da kann ich jetzt das aussuchen, was ich... Genau, da kann man entweder hier aussuchen oder hier oben nach Produkt suchen, wenn du nach oben nochmal gehst, genau. Kannst du hier irgendwie einen Produktnamen oder so angeben. Also wenn ich jetzt ändern gehe, das heißt, ich muss jetzt nicht die Öle rausnehmen, die ich das letzte Mal bestellt hatte? Oh ja, wenn du ganz nach unten gehst, ganz nach unten, das wird deine Vormonatsbestellung angezeigt und da musst du dann... Papierkorb. Ja, genau. Papierkorb. Also ich nochmal möchte... Genau. Ausnehmen, okay. Weil mit den Ölen ist man ja doch, wenn man die nochmal mit Kokosöl ein bisschen verdünnt, dann hat man doch länger was von denen. Genau, auf alle Fälle, ja. Genau, dann hast du den geleerten Warenkorb und dann kannst du dann oben... Soll ich da schon nochmal speichern gehen oder ist das nicht notwendig? Ja, also wenn du, also zumindest, du kannst zwischenspeichern, ja. Also zumindest, wenn du zum Schluss nochmal rausgehst. Also wenn du eingeloggt bist, dann hast du oben, erscheint immer schon dein Name oben.
dann ja. kannst du hier immer quasi in dein Profil reingehen. Wenn du nicht eingeloggt bist, dann würde hier bei, ich weiß nicht genau, was da steht, aber dann würde hier eine Auswahl kommen, dass man sich eben einloggen kann. Und hier unter Virtual Office ist, glaube ich, einfach diese Navigation, die wir vorher links hatten, ist dort, glaube ich, nochmal ja, genau. alles, gell? Genau. Also wenn man zum Beispiel hier in Standardbestellung kann man hier auswählen oder die Bonuspunktebestellung. Genau. Was gibt es denn sonst noch vielleicht zu erklären? Oder ist das Wichtigste schon gesagt worden? Ja, also das wäre mal sicher das Wichtigste, das mit der Bestellung. Und es gibt auch noch unter Ressourcen für Mitglieder, gibt es auch noch, ja, da gibt es auch noch einiges, was man sich so anschauen kann. So Produktinformationen zum Beispiel, wenn du mal draufklickst. Also da hat man dann so zum Beispiel ja, Preislisten, was hat man da noch? Produktinformationsseiten. Also so Werbematerial eigentlich, oder? Ja, unter anderem auch Produktinformationsseiten zum Beispiel, das ist ganz interessant. Da hat man dann weiter unten, da nach oben ist es eh schon auf Deutsch, genau. Also wenn man zum Beispiel über die Thieves-Produkte, oder? Dann hat man hier... Genau. Ah ja. Da kann man so ein bisschen durchschauen, was es da alles gibt. Also gibt es ganz... Da kann man sich zum Beispiel selber einfach informieren, oder? Über die Produkte, was gut ist. Genau. Also nochmal, um das zu wiederholen, da sind wir reingekommen über... Member-Bereich, oder war das? Ja, das war im virtuellen Office und unter Ressourcen. Genau. Da gibt's und der JL-Zentrale, das ist die Young Living-Zentrale, wenn man Fragen hat, oder? Da war ich noch nie drin, habe ich noch nie gebraucht. ich weiß jetzt aber nicht genau. Okay, ja, das ist riesengroß hier, die Datenbank über die Ressourcen. Ja, ja. Schulungsschulen. Ja, genau. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, wie gesagt, Young Living dann an interessierte Personen ja einfach weiter zu empfehlen. Und da gibt es dann auch einiges, was man dann hier noch finden kann dazu. Also wenn man jetzt ein Newsletter versendet, dann kann man hier sich quasi einfach schöne Bilder auch oder sowas. Oder genau, es wird auch Bilder geben, richtig, ja. Da gibt es Da gibt es zum Beispiel auch Anleitung zum virtuellen Büro. Also das ist quasi das ganze virtuelle Büro. Ja. Besprechen, da kann man sich vielleicht... Ja, genau. Dass das auch nochmal alles erklärt, wenn man irgendwie Fragen hat, genau. Ja, super. Aha. Schauen wir mal da rein. Da sind zum Beispiel auch da unten Produktinformationen, genau, da sind die ganzen Öle aufgelistet. Da kann man reingehen, da gibt es mehr Informationen zu den Ölen als zum Beispiel auf der Bestellseite. Okay. Ja. Weil auf der Bestellseite ist das recht kurz gehalten alles und hier kann man nochmal so ein bisschen nachlesen. Ah, super. Ach, da sind jetzt die Blusse, jetzt sehe ich die Blusse. Ja, genau. Salbei ist das. Ja. Okay. Ah, super, ja. Da habe ich ja letztens, also ich finde jetzt ganz toll für uns momentan das Ginger Plus Öl. Das gebe ok jetzt sehr, sehr gerne in Wok-Gemüse rein. Braucht es nur einen Tropfen und das ist schon total intensiv und total lecker vom Geschmack dann her. Ich finde das jetzt gar nicht hier. Es sind nicht alle Öle leider einer genauen Beschreibung drin, aber sehr viele. Ah ja, also sowas wie, also Ingwer quasi. Ingwer, ja, richtig, genau. Ja. Ja, das ist natürlich auch super jetzt in der Winterzeit, schützend. Ja, genau.
Okay. Spannend für sich halt, dann herauszufinden, welches Öl passt denn eigentlich heute zu meiner Stimmung oder unterstützt heute mich in dem, wie es mir geht oder so, gell? Das kann man ja Ja, therapeutisch oder auch präventiv einsetzen, weil es einfach, ja. ja, gut tut und also und auch Genau, die genau. Hausapotheke jetzt für Notfälle oder so, das. Genau. Also wir haben halt also das Starter-Set ist da halt super, weil Stimmt. Starter-Set ist halt deswegen so toll, weil die wichtigsten Öle, finde ich, so für den Hausgebrauch, also für eine natürliche Hausapotheke da drin sind. Was hat man Und da zum Beispiel drin? naja, man hat jetzt, glaube ich, 12 Öle sind es. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle auswendig weiß, aber es ist auf alle Fälle Weihrauch drin. Vielleicht Zitrone, oder? Ja, dann Zitrone ist auf alle Fälle auch drin. Dann das Tiefs, das ist super auch für den Winter jetzt gerade, als Das ist eine Abwehrstärkung. Ölmischung, gell? Tief ist eine Ölmischung. Ja, Ja. genau. Und dann, also, was ist nicht, Purification ist drin, dann ist RC, das ist gut für Atemwege, Pfefferminze, das D-Chais, was du vorher schon angesprochen hattest, für Magen, Habe ich auch Darm. drin. Genau. Ja, wie gesagt, also das ist so dieses Standard-Set, finde ich, was man für den Anfang sehr gut. Hast du gerade den Preis im Kopf von dem Starter-Set? Ja, es ist ein Diffusor noch dabei und dieses kostet, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwas um die 170 Euro. Und die Öle ist halt eine kleine Version der Öle, gell? So eine. Ja, genau, das sind so 5 Milliliter Ja, Fläschchen. ja. Genau. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn man den Starter-Set? Ich glaube, man kommt in eine bestimmte Gruppe für Fragen oder so bei der Maria rein, wenn man diese. Ja, es ist so, dass beim Starter-Set hat man die Möglichkeit, in die Starter-Set-Gruppe zu kommen von der Maria. Also Maria bietet ja verschiedene WhatsApp-Gruppen im Monat an und diese Starter-Set-WhatsApp-Gruppe gibt es monatlich. Genau, und da geht sie also Schritt für Schritt jedes Öl nochmal durch, was man denn mitmachen kann. Jeder kann seine Fragen dazu stellen, das ist sehr hilfreich. Und ja, genau, also funktioniert das und wollte ich noch irgendwas sagen? Jetzt ist es mal entfallen. Ich weiß es nicht mehr genau. Genau. Da hat sie noch eine Extragruppe, Fragen, Antworten. Ja, genau. Das gibt es dann auch noch, wo man einfach so allgemeine Fragen stellen kann, wenn, weiß nicht, irgendein Thema und was für Öle unterstützen könnten. Also solche Fragen das kann so. Breit gefächert ist das also von Kleinigkeiten wie, weiß nicht, hab mir die Hände verbrannt oder so, bis ich Schnupfen oder emotionale Themen, also alles Mögliche. Vielleicht können wir noch reinschauen, wo man dieses Starter-Set findet bei der Bestellung. Wenn man nochmal reingeht in ASL-Bestellung. Ja, Also wenn man sich neu registriert, dann ist es gleich, am wird es Anfang. einem gleich auch vorgeschlagen. Also wenn man sich eben noch nicht bei Young Living angemeldet hat, dann kann man das gleich im Zuge der Registrierung be also bestellen. Und wenn man sich schon eben registriert hat, dann gibt es Kann hier, man hier genau, Starter-Set eingeben? Starter-Set, ja. Ja, dann ist es da schon. Ja, genau, das ist und zwar Das hier? das einfache Starter-Set ist das mit dem Das Dewdrop-Diffusor. hier. Ja, das ist der einfache Diffusor. Da ist der inkludiert. Und was ist das Premium mit Aria? Das ist der Aria-Diffusor, der ist mit Glas und Holz, der kann auch noch Musik spielen, also das ist der Okay, Luxus-Diffusor. alles klar. Und der Ningxia. Ja, das sind keine Öle dabei in dem Starter-Set. Das sind so andere Produkte, glaube ich, drin. Und das Tiefs-Starter-Set, das ist so dieses Haushaltsprodukte-Set. Okay. Ja. Sonst kann Ja, ich den also wenn ja. man schon einen Diffusor hat, kann man den natürlich nützen. Wichtig ist nur, dass es so ein Kaltvernebler ist, Dass wo die die Öle nicht Öle kaputt eben. gehen, oder wie?
Ja, damit sie nicht halt erhitzt werden. Also die Maria empfiehlt ja auch nicht, dass man das in einer Öllampe oder so verwendet. Ah, alles klar. Ja, stimmt. Weil durch die Hitze dann doch Stoffe umgewandelt werden oder halt kaputt gehen, ja, was nicht so ideal ist. Ah ja, ja gut. Okay. Jetzt werde ich dann das D-Guys nochmal rausholen, weil das habe ich ja dann da schon drin in der Starter-Set. Ja. Wir nehmen ja ganz schnell die ätherischen Öle nach der Erntung, deswegen muss das sofort passieren, oder? Mit dem Destillieren. Ja. Also es wäre jetzt nicht möglich, das erst irgendwo hinzuschiffen. Ja, ja, genau. Und dort wird es dann auch gleich abgefüllt und die haben dort auch ein Lager, also zumindest dort weiß ich, dass das so gemacht wird. Mhm. Quasi für Europa wird es dann von dort das Öl versendet, das wird jetzt nicht erst nach Amerika und von dort dann, was das sind. Nee, also es gibt ja auch für Europa ein eigenes, ich glaube eh sogar in Kroatien ist das, die Öle, die wir bestellen in Europa, die werden von Kroatien aus verschickt, soweit ich weiß. Okay. Ja. Ja, ja, echt wirklich spannend, weil das eine riesengroße Firma geworden ist, über viele Generationen schon, gell? Ja, genau. Und es ist noch immer ein Familienunternehmen. Also der Gary Young hat das ja alles aufgebaut mit seiner Frau und die Kinder, also arbeiten da ja auch schon mit. Also Gary Young ist ja, glaube ich, voriges Jahr gestorben, aber seine Frau führt das weiter und Söhne. Und also er hatte da wirklich so, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, ich wusste das am Anfang auch eigentlich alles gar nicht, aber also der hatte so eine schöne Vision auch, also einfach die Natur wieder, also den Menschen auch ein Stückchen Natur wieder zurückzugeben. Und er forstet ja auch, er hat viele Gebiete sozusagen irgendwie wieder renaturiert, also indem er dort eben Sachen angebaut hat, wo gar nichts gewachsen ist ursprünglich. Und indem er dann dort gewisse Pflanzen dann kultiviert hat, wächst da auch wieder was und wird das so genutzt. Also wie gesagt, Young Living prüft alle Öle gleich und also die sind alle gleich hochwertig und die sie halt als Nahrungsergänzungsmittel kennzeichnen, die darf man offiziell halt einnehmen auch. Das D-Guys hat sie neulich in der Gruppe, hat sich ganz toll angehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was sie dazu geschrieben hat. Ja, das ist ein super Öl für die Verdauung und alles, was so mit Darm und Bauch und Magen zu tun hat, unter anderem. Also auch irgendwie die Region einmassieren, oder? Ja, genau. Hast du Clarity schon mal ausprobiert? Clarity habe ich, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ich habe schon viele Öle, aber das glaube ich noch nicht. Und Brain Power klingt, glaub ich, so ähnlich. Ja, Brain Power haben wir, genau. Das ist so um die geistige, also wenn man zum Beispiel, ja, einfach, steht eh auch dabei, Gedächtniskraft, also einfach, um das zu unterstützen. Okay, ich wähle jetzt einfach mal die aus, das kann ich ja sonst nochmal ändern. Und jetzt auf alle Fälle, ja, genau. Also theoretisch brauche ich 50 Punkte, vielleicht können wir nochmal schauen, wo jetzt da die Punkte stehen. Ja. Änderung speichern. Genau. Fehler, bitte wählen Sie. Ach so, jetzt müsste ich das alles durchgehen. Die Versandart links, das ist oft dann noch, das ist dann Autoship, weil genau, das ist dieses. Mhm. Aber man hat doch als im Bonuspunkteprogramm, wenn man da bestellt, auch von den Versandkosten, glaube ich, eine Ermäßigung, oder? Ja, genau, das ist auch ein zusätzlicher Vorteil. Da sind die Versandkosten um einiges geringer. Und das ist aber automatisch, wissen die das? Also da muss ich nicht beachten. Nein. Nein. Vergütungen bekommst, hast du erstmal hier, sammelst du hier dieses Geldguthaben. Das kannst du dir entweder auszahlen lassen oder du kannst es für deine Bestellungen einlösen. Ja. Für deine eigenen Käufe. Das würde ich am Anfang sogar so empfehlen, dass du es einfach hier stehen lässt und dann, wenn du eben die ALS-Bestellung oder so machst, einfach dieses Geldguthaben dafür einlöst. Es geht aber nur telefonisch. Der fragt dann bei Bezahlung danach wahrscheinlich, oder? Ja, das geht nur telefonisch, aber du kannst schon mal alles im ALS so
also reingeben, was du halt bestellen möchtest, und dann rufst du einfach dort an und sagst, du möchtest jetzt das ALS eben abwickeln und gerne das Geldguthaben dafür einlösen. Okay. Mhm. Ah, super. Ist das alles biologisch? Ja, sie haben ja ihren eigenen Standard. Das ist zwar nicht biozertifiziert, aber also nach meinen Einschätzungen und auch Recherchen zufolge ist das schon weit über dem Bio-Standard, den es so gibt. Mhm. Aber wie gesagt, sie haben ihre eigenen, also es nennt sich Seed-to-Seal-Siegel, also von Samen bis zum fertigen Produkt wird das alles ganz genau kontrolliert und ja, schon ein sehr, sehr hoher Standard, den sie da haben. Das Thieves Spray ist für den Körper oder für den Raum oder für... Thief Spray, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist so für Händedesinfektion, kann man das zum Beispiel verwenden. Mhm. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Die haben doch auch für die Bodenreinigung, oder? Ja, genau. Gibt es auch. Richtig, da die von der Thieves-Serie. Gibt es da auch Spülmittel, Putzmittel, Waschmittel? In der Kategorie findet man die zu Hause, oder? Ja, genau. Genau. Full Station wäre da so. Ja, genau. Das wäre das Öl, was man dann beigibt, oder? Da kann man auch dazugeben noch zusätzlich, ja. Okay. Aber die Reiniger und diese Mittel, die enthalten alle schon die ätherischen Öle. Okay, Waschmittel gibt es auch, nicht vorrätig. Washing up liquid, Spülmittel. Ja, also es gibt da ziemlich viele tolle Produkte. Es ist dann eben so, wenn man das ALS zum Beispiel, wo du jetzt eben drin bist, aktiviert hat, du hast es ja auch schon aktiviert, dann ist es wichtig, dass man die monatliche Bestellung dann immer anpasst, weil sonst würde man die gleiche Bestellung vom Vormonat dann nochmal bekommen. Können wir uns das mal anschauen, wenn man jetzt über einen dann zu Young Living kommt, ja, dann kommt man da rein über das Virtual Office, oder? Du bist im virtuellen Office, ja, und du hast jetzt auf der linken Seite, du musst immer noch auf der linken Seite schauen, ja. Da hast du jetzt quasi, da musst du reingehen unter Member Resources. Welcher Punkt ist der da? Mhm. Ja, genau. Und da hast du Linkbilder ganz unten. Also. Meinst du das? Wieder linke Seite, linke Seite. Nein, unter Member Resources der dritte Punkt da. Ah, ja. Aha. Und da quasi tragst du dann ein deine Sponsor-ID, deine Enroller-ID. Und trotz dessen, dass ich da beides eingebe, kommen die Leute aber in Marias Gruppe rein. Ja, klar. Also weil die Maria ist ja sowieso, also wir sind ja quasi sowieso in Marias Gruppe und alle, die quasi zu dir, das ist ja immer drunter dann. Sowieso. Also dann würde ich, da kommt man höher, je nach Menge, die man bestellt, oder? Wenn man jetzt einen Bioladen hat und man hat einfach so und so viel Abnehmer, dann ist es klar, oder? Ja, genau. Ja, okay. Also wenn deine Gruppe eben zum Beispiel für 4.000 Punkte insgesamt im Monat bestellt hat, dann bist du Executive. Es ist halt auch klar, dass das ist halt eine Strategie, wie man Unternehmen voranbringen kann, ja, dass man halt die anspornt, dass jeder das weitervermittelt. Ja. Wir haben quasi das halt somit ganz toll in der Welt verstreut. Und Ja. Aber somit sind halt auch die Preise angestiegen, weil halt die so viele Leute an dem teilhaben lassen, an dem Gewinn. Ja, ja, wobei ich denke mal halt, andere Firmen, die halt ein anderes Vertriebssystem haben, du musst ja immer für den Vertrieb Geld ausgeben. Mhm. Also es gibt es ja überall und so profitieren halt diejenigen, die da halt was tun dafür, die kriegen halt auch Geld dafür. Also von dem her, weißt du, wie ich meine? Es ist klar. Ja. Nee, es ist eigentlich legitim, das so zu machen. Ja. Also ich war anfangs immer so gegen solche Sachen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte ein ganz ein komisches Bild davon. Aber wie ich dann über die Maria halt dazu gekommen bin und gesehen habe, wie das wirklich halt läuft,
da habe ich erst so verstanden, dass das eigentlich, also ich habe es, ja, also ich habe seitdem nichts mehr, keinen Einwand eigentlich mehr dagegen, weil ich finde das ganz, ja, ich finde da nichts, was nicht passen würde. Ja, es sind halt zum Teil schon, ich meine, klar, ich kenne den Aufwand selber, ätherische Öle zu destillieren, das ist schon Wahnsinn, aber die haben natürlich wahrscheinlich riesengroße Mengen. Wo wir uns noch so ein bisschen die Gedanken machen, ist halt, das Optimum wäre ja, die Menschen leben wieder mehr in so einem Paradies und atmen die Öle automatisch über das ein, dass sie halt einfach sich umgeben von so vielen Pflanzen. Ja, klar. Dass es ja schon so ein bisschen so ein Raubbau ist in der Natur, das so abzumähen und zu ernten und so eine, ich weiß ja nicht, wie die ausschauen. Du hast gesagt, du warst schon mal bei so einer Plantage. Ja, also ich bin total begeistert, also weil die machen das wirklich so, die Flächen, die sie halt nutzen, also zuletzt waren wir auf einer neuen Farm, die sie jetzt haben, und zwar wird dort Zistus, also es wird jetzt nicht angebaut, also das ist Wildwuchs und die nutzen das einfach vom Wildwuchs, also die ernten das und verwenden das. Also das finde ich ja überhaupt super genial, weil das ist mitten in der Natur, du hast dort wirklich, also mehr Bio geht nicht. Also sie haben es quasi nicht kultiviert, sondern das wächst da wild. Und also in dem Fall jetzt, dieses Zistus wird dort im Wildwuchs geerntet. Genau. Also die haben dort so ein Gebiet, wo so ein Naturschutzgebiet ist und dort genau wächst das einfach so, die tun das nicht anbauen, es wird dort einfach so, wie es ist, geerntet. Wie bist du da dazu gekommen, dass du das besuchen durftest? Also es kann jeder machen, aber in dem Fall war es eine, was war das? Das ist ja das Lustige, ich habe das gewonnen, ohne dass ich gewusst habe, dass da irgendwas zu gewinnen gibt. Und das war eben so eine Reise, die ich da gewonnen habe von Young Living aus. Und das machen sie öfters, die haben da so Sachen, ja, wo man dann einfach mitfahren kann. Und das erste, wo ich gewesen bin, das war in Kroatien. Und da hatten sie natürlich schon Anbauflächen. Aber es wird halt alles ganz natürlich. Also die verwenden keine Dünger, keine was weiß ich was. Also die schauen halt drauf, wo wächst das unter natürlichen Bedingungen. Und dass es einen guten Standort hat und dort sowieso gut wächst. Genau. Mhm. Und Also ja, die ganze Philosophie. Und wie wird das geerntet? Also, Maschinen oder? Händisch. Ja, also zumindest dort, wo wir jetzt, was ich jetzt gesehen habe, das wird alles händisch geerntet. Also die haben das auch gezeigt, wie sie das machen und die sind unglaublich schnell. Also ich glaube so, da kann eine Maschine auch nicht schneller sein. Sind der Wahnsinn. Also so noch richtig ursprünglich mit diesen Handwerkzeugen, die es da gibt halt. Und also spannend. Und wie wird das jetzt von der Logistik her gemacht? Haben die dann da in Kroatien eine Nebenzweigstelle, wo sie es dann destillieren und die schicken das dann zum Abfüllen wieder nach in die USA? Oder wie wird das gemacht? Nee, also dort in Kroatien war es so, das wird alles dort gemacht. Also da ist die Destillerie gleich dort auch, also in der Nähe. Und die haben uns auch angeschaut. Und dort ist auch gleich... wo das dann alles kontrolliert wird, die Öle,